Hallo mein Freund und herzlich willkommen zur zweiten und damit leider letzten wiederholbaren Mission des Terminator-Events in Ghost Recon Breakpoint. Wie du siehst, habe ich bereits die neue Waffe ausgerüstet und mich und auch unser ganzes Team ja im Terminator-Gedenklook ausgestattet. Denn ich habe die Mission jetzt schon, also das ist ja schon wieder mal die zweite Aufnahme, denn bei der ersten Aufnahme hatte ich aus Versehen den Spielsound in OBS stumm geschaltet und ja, vielleicht sollte ich mir mal wieder angewöhnen, vor jeder Aufnahme eine Probeaufnahme zu machen. Naja, es ist wie es ist, gehen wir das Ganze an. Und wie sieht's aus? Es ist fast geschafft. Ich habe die Software der Waffe so weit entwickelt, wie es ging. Gut, wird es nun leichter, diese Dinger zu töten? Ja, aber wir müssen sicherstellen, dass wir alle erwischen. Nehmen Sie diesen Empfänger. Wenn Sie den mit einer Antenne verbinden, können Sie die elektromagnetischen Muster der T-800 orten. Das heißt, Sie können sich nicht verstecken. Trotzdem müssen Sie sich beeilen. Hier sind viel zu viele T-800 für eine einfache Terminierungsmission. Da läuft noch irgendwas anderes und wir müssen es aufhalten. Ich mag Rasa, denn die hat eine ähnliche Narbe überm Auge wie ich. Allerdings ist sie bestimmt nicht als Kind auf die Bettkante gefallen. So, was sollen wir tun? Rasas Gerät an eine Antenne anschließen. Eine ganz bestimmte. Dann machen wir das doch mal. Wobei, wir schauen mal, wo ist es? Sehen wir das hier irgendwo schon? Alter. Sehe ich jetzt hier so nicht. Ach stimmt, wir sehen ja die Punkte nicht auf der Karte. Das ist aber... Wurde auf der Taktikkarte markiert. Ja, bei mir nicht. Aber wir haben ja außerhalb... Haben wir ja einen Heli stehen, dann... Fliegen wir einfach mit dem Heli hin. Sind wir ja auch schnell da. So, ansonsten hätte ich jetzt eine Schnellreise hingemacht. Aber aus irgendeinem Grund ist dieser Speicherstand... verbuggt, sodass ich auf der Taktikkarte nicht sehen kann. Ja, die Einsatzmarkierungen nicht sehen kann, obwohl sie eingeschaltet sind. So. Statten Kyle Reese, Terminator 1 und Terminator 2. Furious Kyle. Leider können diese Terminator-Waffe, diese Anti-Terminator-Waffe nicht tragen. Das ist schade. Und macht das Ganze etwas unnötig schwer. Aber ich habe es schon mal geschafft. Ich habe es auch nochmal. Oh, da fällt mir gerade ein. Ich habe es nachher auf leicht gestellt. Und habe auch hier Ausdauerverbrauch und die Lebensenergieregeneration umgeschaltet. Und das werde ich wahrscheinlich nachher auch wieder tun. Denn ganz am Ende, die letzte Sequenz, ist einfach übertrieben schwer. Um nicht zu sagen, unmöglich zu schaffen, ohne... Ja, also auf extrem und mit Verletzungen und so weiter, meiner Meinung nach, einfach nicht zu schaffen. Aber seht ihr dann gleich selbst. Was heißt gleich? Ist schon noch ein bisschen hin, aber... Ja, beim letzten Mal habe ich eine Viertelstunde da dran gesessen. Dann habe ich es auf leicht geschaltet und dann ging's. So. Was haben wir denn hier? Wir haben hier... ein Satellitenbild mit Terminator-Signaturen, und zwar sehr vielen Terminator-Signaturen. Was? Was machen Sie hier? Ach, verdammt, das sieht nicht gut aus. Absolut. Ist der hier die bewaffnet? Nee, ne? Schade. Wir haben auch einen Heli.
Gut, wir haben uns nicht gesehen. Sehr gut. Schauen wir mal gerade. Ist da unten der Heli zufällig bewaffnet? Es wäre sehr schön, wenn er das wäre. Am besten mit Raketen. Nee, der sieht nicht bewaffnet aus. Schade. Dann fliegen wir eben ohne. Kriegen wir auch so hin. Ich hätte schon gern einen bewaffneten Heli. Ach Mist, hätte ich mir doch aus Erewhon rufen können. Ach verdammt. Naja, was soll's. Sagen wir landen. Landen wir denn auf dem Dach vielleicht? Ist da ein Scharfschütze auf dem Dach oder so? Nee, ne? Ich sehe mal keinen. So. Perfekt. Untersuchen. Da sind Terminator. Die 800. Und da sind noch mehr. Inaktiv. Sehr gut. Aber sehr, sehr viele. Hier patrouillieren leider auch ein paar. Zwei, die ich sehe. Ist noch mehr? Keine Sentinel, Wolves oder dergleichen. Oh shit. Die sind schon oben. Komm hoch, verdammt. Ist nicht so cool. Die Drohne ist gestartet. Die Drohne macht vielleicht den Unterschied. Aua. Team, Feuer frei. Zeig sie! Das ist noch einer! Achso, nee, das ist mein Teamkamerad. Verdammt, vielleicht hätte ich denen doch nicht die Skins geben sollen. Das war vielleicht. Oh Gott. Ja, genau. Wie viele Magazine muss ich denn in den reinballern? Es juckt den halt überhaupt nicht. Nicht da draus! Shit, das war's. Kannst vergessen. Guck mal, es macht ihm gar nichts aus. Gar nichts. Es macht ihm gar nichts aus. Ich weiß, ich habe selbst ein paar Terminator-Tutorials auf dem Kanal. Alter, habe ich jetzt keinen entsprechenden Heli gefunden. Guck mal, seine Brustplatte ist immer noch drauf. Geil. Geil. Einfach eine Zuhälterschelle verpasst. Das ist ja herzallerliebst. Keine Chance. So, das war's. Ja, und schon wieder tot. Bam. Hast einfach keine Chance. Keine Chance. Aber ich habe es schon mal geschafft. Wie habe ich es denn bei der anderen Aufnahme geschafft? Ich bin einfach reingerannt, dorthin, wo man hin muss. Und habe die drei Terminator da einfach sein gelassen. Ich muss die Kameraden leider wieder umskillen, skinnen. Denn, wie ging das noch? Achso, genau hier. Einfach Terminator ohne. Terminator ohne. Terminator ohne. So. Okay. Nur noch ich, der... Ich hab doch bestimmt auch noch...
Anstatt Granaten, Raketenwerfer. Lauern im Dunkeln auf eine Gelegenheit, uns zu töten. Bin ja immer noch Echelon. Blöd an den Terminatoren ist halt auch einfach, selbst wenn sie dich nicht gesehen haben, die wissen immer ganz genau, wo du bist. Gangnam Style ist zumindest wenn sie im Battle Mode sind. Nein, was machst du denn? Alter! Geil, toll. Mega. Och, Digga, lauf doch jetzt nicht weg. Fix it. Hat das gereicht? Warum ist der so unverwundbar? Willst du mich verarschen? Die werden ihr blaues Wunder erleben. War er das? Jawohl. Der schied ihnen recht. Oh scheiße, ich hab keine Raketen mehr. Echt. Wechsel zu Handgranaten. Scheiße, kann ich weit genug werfen. Das Ding ist, die fokussieren sich halt auch immer auf mich, ne? Weil ich halt die größte Bedrohung bin. Zumindest wenn ich schieße. Okay, Brustplatte offen. Vielleicht war das eben ein Bug oder so. Okay, das war der zweite. Ich sehe nichts. Scheiße! Ich muss wirklich in Deckung gehen. Nicht schlecht. Ich dachte, ich blute. Blute gar nicht. Der VIP versucht zu fliehen. Aua. Lebt er noch oder ist er tot? Er ist hinüber. Okay, Gott sei Dank. Alter Falter. Okay, das waren die drei. Jetzt haben wir nur noch die Sentinel. Team, Feuer frei. Feuer! Ich hab den Boten eliminiert. Ich glaube, das war's. Gut. Vielleicht war das eben einfach ein Bug, dass der seine Brustplatten nicht abgesprungen ist. So, jetzt erstmal hier die besseren Spritzen ausrüsten. Haben wir keine? Okay, das ist schlecht. okay, gut, Granaten haben wir noch. Die EMP-Granaten kann ich eigentlich auch wegmachen, denn die bringen gar nichts. Mache ich stattdessen Minen hin. Okay. Dieses Gebiet ist sauber. Komm mit. Waffe ist komplett aufgerüstet, ne? Hey. Ja, sehr gut. Zu dir. Wir müssen. Ach, wobei. Kann die Dinge auch zerschießen, die man gleich zerschießen oder zerstören muss. Verschlossen. Verdammt. So.
Gut, es hat ja bis jetzt ja schon mal relativ gut geklappt. Gut, einmal gestorben, aber was soll's. So, Plan der Anlage, Lüftungssystem, bla bla, Kühlsystem, Schwachpunkt. Anscheinend fängt alles vom Kühlsystem ab. Also genau das, wonach ich gesucht habe. Drei Schuss brauchen die, genauso wie die Generatoren und so weiter. Brauchen ja auch immer drei Schuss. Nummer 3 und Nummer 4 ist im Gebäude drin. Wo ist die Tür? Keine Tür da? Da hinten? Ja, na gut, gehen wir eben so rum. Können wir ja auch. Ah, Scheiße. Muss irgendwo ein Cyborg-Nest sein. Oh. Jetzt müsste der Druck mit jeder Sekunde ansteigen. Dass wir hier sind. Oh shit, noch einer. Verschaff uns mehr Feuerkraft, oh, bitte. Nee, bitte nicht. Okay, gut, das ging ganz gut. Verletzt? Nein. Ach, ich habe das Verletzungssystem noch aus, kann das sein? Ja, Verletzungssystem ist noch aus. Ach komm, wir lassen es jetzt für die Folge mal aus. Denn, ja. Wenn ich jetzt jedes Mal verletzt geworden wäre, verletzt worden wäre, ja, dann, ihr wisst ja selbst, wie das dann ausgegangen wäre. Ist auch so tatsächlich schon übertrieben schwer. Zumindest das, was nach dem Bosskampf kommt. Wie kommst du denn schon dahin, Fixit? Fixit? Sehr dunkel hier. Sieht aber ganz cool aus, erinnert ein bisschen an Alien. Aber hier spritzen wir ganz gut. Ja. Munition sowieso. So. Was zum Henker? Willkommen in der Fabrik. Hä? Warum ist der verschwunden? Jetzt ist er wieder da. Hä, warum verschwinden die? Hä? Okay, es sind Bugs. Ich wollte es ein bisschen aus der Nähe zeigen, aber geht wohl nicht. Sparen sich also den Zwischenhändler und bauen sich einfach selbst wie eine Autofabrik. Jo, machen sie Menschen hier gut.
Was schießt? Wer schießt? Wo schießt? Ah, da schießt. An der Seite ist auch noch einer. Oh, der steht ja noch da. Dum, 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 dum. Ich bin schon auf dem Weg. War das ein Mann? Ich hab was für euch. Oh Gott, der war noch gar nicht tot. Schon ich hätte. Oh. Au. Ist verletzt, aber okay, gut. Vielleicht war das auch mein Fehler beim ersten Mal, dass ich hier einfach durchgerannt bin, ohne die alle zu bekämpfen. Denn auf dem Rückweg waren da so viele, es war einfach nicht zu schaffen. Deshalb habe ich es auch einfach gestellt. An. Dann bekommen die ihre Haut. Keine Ahnung. Vielleicht auch noch ausrüsten mit irgendwas. Irgendwas, was sprengen kann. MK2 C4 zum Beispiel. Hallo, mein Junge. Ich bin du. Sollte sind da. Auch bin getroffen. Aua. Ah, scheiße. Ist halt so schade, dass die Teamkameraden diese Anti-Terminator-Waffe nicht tragen können. Ich meine, weil ich die Mission halt jetzt schon zum zweiten Mal mache, habe ich natürlich den Granatenwerfer jetzt schon. Aber wenn du die zum ersten Mal spielst, hast du es halt nicht, deswegen will ich die nicht benutzen. Den MGL Terminator. Du kannst wieder losgehen. Ich habe keine Granate mehr, das ist schade. Ich sehe nix. Jawohl! Schwachpunkt freigelegt, sehr gut. Geil.
Ich komme wieder. Kann's kaum erwarten. Nice. Nichts wie raus hier. 3 Minuten, um rauszukommen. Ich finde den Ausgang nicht ein bisschen blind gerade. Da geht's raus. Oh. Mehr Feuerkraft, Pixel. Das sind halt einfach so viele. Zumindest waren es das bei meinem ersten Playthrough quasi. Das ist auch extrem mit eingeschalteten Verletzungen. Die sind gut, die haben wir jetzt hier aus Versehen quasi. Aber es war halt einfach nicht schaffbar. In der Zeit kannst du halt entweder bekämpfen, die Terminator da bekämpfen. Oder du kannst. Sie hat entweder bekämpfen. Seht ihr, wie viele das sind? Habt ihr es gesehen? Weil die KI-Kameraden können halt nichts gegen die machen, ne? Und du kannst in der Zeit entweder abhauen oder die bekämpfen. Beides ist kaum möglich, weil es einfach zu viele sind. Ich bin gleich tot. Keine Spritzen mehr, ich muss mir Spritzen machen. Kann ich mir auch gerade die guten machen. Aber habe nicht mehr viel Heil-Items. Nicht mehr viele. 3 Spritzen noch. Hier waren's. Warum? Kerntemperatur im tödlichen Bereich. Alle Personen müssen das Gebäude sofort verlassen. Die Zeit haben wir noch 26 Sekunden. Seht ihr, das kannst du. Kannst die nicht bekämpfen und dann noch entkommen. Das geht einfach nicht. Das ist einfach nicht möglich. Ich kann jetzt mal noch versuchen, einfach durchzurennen. Kannst aber auch vergessen. Auf leicht ist der Vorteil, dass die auf leicht halt weniger aushalten. Da kriegst du mit einem Magazin kriegst einen komplett platt. Okay, so auch, aber vielleicht sogar 2. Okay, ich versuche jetzt mal durchzurennen. Kannst aber vergessen. Kann ich ja jetzt schon sagen, es funktioniert nicht. Es wird nicht funktionieren. Also man bräuchte auf extrem, finde ich, entweder mehr Zeit oder weniger von diesen Gegnern. Ich rüste hier mal die guten Spritzen aus. Und schon wieder tot. Kannst du vergessen. Ich spreche jetzt hier ab und stell's auf leicht. Kannst du sonst halt einfach komplett vergessen. Geht halt nicht. Also wer das schafft, mit KI-Kameraden, ich glaube im Koop, wenn dann halt jeder so eine Waffe tragen kann, die Terminator bekämpfen kann. Jetzt nichts wie raus hier.
dann ist das wieder was anderes. Aber die KI-Kameraden können das halt nicht. Die Kameraden können diese Waffen halt nicht tragen. Im Koop sind die Gegner zwar ein bisschen stärker, aber dafür hast du halt bis zu 4 Waffen, ne? Die, oder 4 Leute, die alle die Gegner hier bekämpfen können. So. Schauen wir mal, wie viel Zeit wir dann gleich noch übrig haben. Oh Gott, die kommen mir alle nach. Okay, ich hau ab. Tschüss. Ich habe jetzt, wie viel bekämpft? 2 oder 3, ne? Ja, 2. 2,5. Jetzt haben wir noch die Hälfte der Zeit. So. Sorry, Kameraden, aber ihr müsst leider noch drin wohnen jetzt. Jetzt werdet ihr terminiert. So, gut. Das war das. Stellen wir hier direkt wieder um. Einfach damit ich es nicht vergesse. Verletzungen immer. So. Sonst vergesse ich das nachher wieder und dann bin ich traurig, weil ich dann schon wieder eine Folge neu aufnehmen muss. So. Das wird Raza sicher hören wollen. Gut, ich würde sagen, da teleportieren wir uns hin, denn wir haben ja keinen Heli mehr. Das ist ein Stückchen. Da, macht eine Schnellreise, ist ja nicht wirklich Teleport, ist ja eine Schnellreise. Nomad, es ist eine Ehre, Sie zu begrüßen. Einfach nur angepinnt, damit es nicht mehr da steht. Das stört mich immer, dass man das da nicht ausblenden kann. Hallo, Raza. Sie hatten recht. Mit dem Empfänger habe ich einen ganzen Haufen von denen gefunden. Anscheinend haben die T-800 eine Fabrik gebaut, um mehr von sich herzustellen. Sie wollen alles Leben auf dieser Insel vernichten. Die absolute Zerstörung. Aber das ist egal. Ich habe die Fabrik zerstört. Sie meinen... Es ist vorbei. Einsatz abgeschlossen. Aber ich müsste tot sein. Sie leben. Hey. Sie können jetzt nach vorn schauen. Bleiben Sie in Erewhon. Bauen Sie sich was auf. Ich habe einfach noch nie über diesen Punkt hinausgedacht. Tja, dann fangen Sie jetzt damit an. Bloß kein Wort mehr über die Zukunft. Das ist das erste Mal, dass ich Sie lächeln sehe. In meiner Zeit habe ich immer versucht, mir ein Leben ohne Krieg vorzustellen. Ich wollte mich einfach niederlassen und an so einem Ort leben können. Glauben Sie mir, es gibt schönere Orte zum Leben. Ich kenne die Zukunft. Das hier ist das Paradies.
Ja, ist alles eine Frage der Perspektive. Ja, und damit haben wir den Einsatz Klarer Himmel abgeschlossen und ja, auch das Terminator-Event, beziehungsweise die zwei Missionen, die man vom Terminator-Event im Nachhinein noch wiederholen konnte. Schade, dass es nicht mehr sind, aber bei den anderen beiden Events sind es ja mehr. Das eine haben wir schon auf dem Kanal, das andere ist das Widerstandsevent, glaube ich. Kommt dann nächsten Mittwoch. Bis dann, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.